Als weiteren Typ eines Kernkraftwerks wird der sogenannte Druckwasserreaktor eingesetzt. Dieser Druckwasserreaktor hat im Vergleich zum Siedewasserreaktor den Unterschied, dass es zwei getrennte Wasserkreisläufe gibt zur Dampferzeugung. Wir haben einen Primärkreislauf, dass das Wasser dort an den Brennstäben vorbei zirkuliert und dann einen zweiten getrennten Sekundärkreislauf zur Dampferzeugung und ja, zum Antrieb der Turbinen. Diese Druckwasserreaktoren sind die, die weltweit am häufigsten eingesetzt werden. Das sind so rund ja, 68 bis 70% der Erzeugung elektrischer Energie durch Kernkraftanlagen entsteht oder diese Kernkraftanlagen basieren auf den Druckwasserreaktoren. Wie sieht jetzt der Schaltplan aus? Wir haben also einmal unseren Primärkreislauf mit dem Reaktor, also unserer Wärmequelle. Das heißt, durch die Spaltung des angereicherten Urans in leichtere Kerne wird Wärme erzeugt. Wir haben die leichteren Kerne, die entstehen durch die Kernspaltung im Reaktor in den Kernbrennstäben, sodass es dann dadurch zur Energieerzeugung, zur Wärmeenergieerzeugung kommt. Wir haben also dann unseren Primärkreislauf mit der Speisewasserpumpe. Das ist jetzt hier einmal angedeutet, dass das Wasser jetzt hier zirkuliert. Typischerweise ist es leichtes Wasser oder normales Wasser, H2O, als Kühlmedium für die Brennstäbe. Es geht auch mit schwerem Wasser, also Deuterium, D2O. Das wird aber seltener genutzt. Also typischerweise hat man normales Leichtwasser, also H2O, als Moderator. Wichtig ist jetzt hier in diesem Primärkreislauf, dass das Wasser unter hohem Druck, daher Druckwasserreaktor, gehalten wird. Das ist also nicht verdampft. Das wird dadurch erreicht, dass man hier entsprechend mit hohen Drücken arbeitet, sodass es dann nicht zur Verdampfung kommt. Wir haben dann einen Wärmetauscher oder einen Energieübertrager. Das heißt, wir haben unseren Sekundärkreislauf, währenddessen wir hier den Primärkreislauf haben. Primärkreislauf. Und dann haben wir unseren Sekundärkreislauf. Das heißt, also wir haben dann hier oben den Austausch oder den Wärmeübertrag mit dem Kontakt zum Primärkreislauf. Das heißt, hier wird das Wasser zugeführt und dann hier abgeführt. Wir haben dann hier den Wärmeübertrag, den Dampferzeuger. Dampferzeuger, sodass also hier Sattdampf entsteht. Bei ja, typische Werte des Sattdampfes aus dem Sekundärkreislauf, das sind so rund 270, 280 Grad Celsius bei einem Druck von etwa 60 Bar. Also auch wie beim Siedewasserreaktor keine Überhitzung des Sattdampfes, wie man das bei den Kohlekraftwerken kennt. Naja, dann das Prinzip ist das gleiche. Wir haben jetzt hier wieder unsere Hochdruckturbine. Das heißt also die Übertragung der kinetischen Energie des Dampfes auf die Turbine, Umwandlung in die Rotation und Antrieb eines Generators zur elektrischen Energieerzeugung. Und haben dann der Dampf, der dann aus der Hochdruckturbine austritt, der wird nochmal an einer Zwischenüberhitzung vorbeigeführt. Das heißt, wir haben hier nochmal eine Zwischenüberhitzung und führen dann diesen Dampf, der dann nochmal Energie aufnimmt, an einer Niederdruckturbine vorbei. Hier dann die Niederdruckturbine. Das hier ist eine. Die Hochdruckturbine und führen dann den Nassdampf, der dann entsteht,
am Kondensator vorbei. Hier folgt dann die Abgabe der überschüssigen Energie. Kondensator, dass wir also dann einen geschlossenen Sekundärkreislauf bekommen. Das ist hier dieser Sekundärkreislauf. Ja, und über diesen Sekundärkreislauf, das ist also der Dampfkreislauf, der Clausius-Rankine-Prozess, den der Dampf, den das Wasser durchläuft, das ist also auch normales Wasser, wie wir das als Trägermedium schon bereits kennen von den Kohlekraftwerken. Und dann, das ist jetzt die Besonderheit des Druckwasserreaktors, den getrennten Primärkreislauf, dass hier das Wasser in einem getrennten Kreislauf erfolgt, wie hier die Wärmeübertragung haben an dieser Stelle, sodass der Vorteil ist, dass das Wasser hier nicht im direkten Kontakt mit den Brennstäben ist, was die Kontaminierung der Turbinen zum Beispiel angeht. Das ist halt entscheidend zum Beispiel bei der Wartung der Turbinen, denn bei den Siedewasserreaktoren ist der Wartungsaufwand wesentlich größer durch die Kontaminierung dieser Bauteile. Das haben wir beim Druckwasserreaktor in dieser Art und Weise nicht, sondern wir haben hier den getrennten Reaktorkreis und davon dann separiert den Sekundärkreislauf zur Energieerzeugung.